Guten Morgen, Best Asia, wieder einmal aus Reykjavik in Island. Heute 28. August, es hat 5 Grad. Wir sind hier immerhin bei Sonne und ein paar wenigen Bewölkungen. Ich gehe für euch heute auf einen Ausflug, der nennt sich Wasserfälle und Gletscherwanderung. Ich habe mir gedacht, das zeige ich euch, wie das abläuft. Mit Aida Vita sind wir hier. Wenn ihr Lust habt, kommt mit. Schaut euch das an, das ist das Richtige für Leute wie uns in unserem Alter. Best Asia. Erster Stopp heute, der Seyjarlánfoss in Island. Ein wunderschöner Wasserfall, nicht nur so von vorne, sondern man kann lustigerweise auch hinter dem Wasserfall rund gehen. Es zahlt sich aus, die Kamera zu verpacken und auch das Band, weil man wird nass, aber es ist absolut sehenswert, wenn ihr vorbeikommt. Geht da mal durch, Seyjarlánfoss, Wasserfall, wunderbar. Jetzt stehe ich am, warte mal, Solheimer Jokr. Hier werden alle mit Steigeisen, wie in Österreich, mit Steigeisen ausgepickelt. Wobei ich als Österreicher ein bisschen nervös wäre, mit so vielen deutschen Gästen lauter Pickel haben. Aber sie haben beschworen, sie tun mir nichts. So, nein, wir gehen jetzt auf den Gletscher. Also da oben hinter dem Hügel ist tatsächlich ein Gletscher mit Eis. Und da gehen wir rauf und wir schauen, dass alle wieder zurückkommen, trinken einen Whisky oben und dann fahren wir mit dem Schiff wieder zurück. Gell? Stimmt doch, oder? Ja. Alle stimmen zu, ja. Da oben ist eine Whiskybar, eine Gletscherbar. Oh, ja, und wenn wir rechtzeitig zurückkommen, dürfen wir auch wieder zurückfahren nach Schottland und Österreich. Wenn wir das überhaupt wollen, weil da ist so schön eigentlich. Solange die Sonne scheint, bleiben wir da. Ab zum Gletscher! Wir waren jetzt circa 3 Stunden im Gletscher Solheimarjökull. Ich kann euch sagen, zahlt sich wirklich aus. Der Ausflug ist noch gar nicht zu Ende, wir fahren ja noch zu einem Wasserfall weiter. Aber allein schon dieser Ausflug in den Gletscher, super. Wirklich interessant, schön zum Wandern. Wir haben natürlich wahnsinniges Glück mit der Sonne. Schaut euch das an, das ist quasi karibisches Wetter für Grönland. Es hat schon fast 12 Grad in Island, das ist Hochsommer. Und ja, diesen Ausflug kann ich nur wärmsten empfehlen, wer Lust hat, einmal auf einen Gletscher zu gehen. Das müsst ihr machen. So, jetzt kriegen wir noch was zum Trinken. Habe ich gesehen, einen Schnaps und diesen Stockfisch, glaube ich, heißt das. Das ist der trockene Fisch. Ach, ich esse den nicht, aber manche werden ihn probieren. Dann geht es wieder in den Bus und wir fahren noch weiter zu einem Wasserfall. Bis gleich.
unser letzter Stopp, bevor es mit dem Bus zurück aufs Schiff, auf die Aida weitergeht. Der Wasserfall da hinten, Skogafoss. 60 Meter fällt das Wasser runter, ich glaube 30 Meter ist er breit oder 65 Meter sogar. Man kann auch links über die Stufen raufklettern, da sind wir aber jetzt nicht draufgegangen, da haben wir keine Zeit dazu. Auch super schön. Skogafoss, der Wasserfall. Wir sind zurück auf der Aida Vita von einem schönen Ausflug in Island. Wasserfall, Gletscher, Wasserfall. Wirklich toll, wir haben es jetzt gut geschafft, wir sind genau in der Zeit, 15 Minuten vor Abfahrt sind wir auf den Parkplatz eingefahren, aufs Schiff gestiegen, die Aida Vita macht sich jetzt bereit, um abzufahren. Jetzt geht es wieder Richtung Schottland und dann Hamburg. War ein wunderschöner Tag, wie immer in Island, die Wasserfälle super schön, aber das heutige Highlight eindeutig der Gletscherspaziergang auf dem Gletscher. Sollheimarjökull. Also wenn ihr mal eine Chance habt, diesen Ausflug zu machen, den solltet ihr machen. Das hat sich wirklich ausgezahlt. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es vielleicht liked unten oder sogar meinen YouTube-Kanal abonniert. Das wäre cool. In dem Sinn, bleibt happy und dankbar und ich kann euch aus Island, aus Reykjavik nur viel Happiness nach einem wundervollen Tag wünschen. Tschüss!